Herzlich willkommen jetzt im Video. Wir wollen uns heute die Geheimnisse effektiver Führung anschauen. Let's go. Herzlich willkommen jetzt im Video. Mein Name ist Alex. Ich habe den Marvin mitgebracht heute. Hallo. Und wir wollen uns jetzt mal das Thema Führung anschauen. Was steht dahinter? Ja, vielleicht mal mit dem Problem angefangen. Ist ja oft so, wenn Partner mit uns sprechen und sagen, ich habe da intern ein paar Probleme, geht es oftmals darum, ja, die Leute machen nicht, was sie sollen. Denen ist irgendwie egal, dass, keine Ahnung, die Sachen eine Schweinegeld kosten. Die werden trotzdem da liegen gelassen. Die werden dreckig gelassen. Ja. Die Kundenbaustellen sehen nicht sauber aus. Das sind alles Themen, wo einfach Sachen anders gemacht werden, als der Chef das möchte. Es ist gar nicht so, dass die Sachen vielleicht noch nie angesprochen wurden oder die Leute das auch nicht wollen, sondern manchmal werden die auch einfach schleifen gelassen, ne? Und dann fragen auch die Partnerbetriebe, ja, hier, ich habe das schon so oft angesprochen und so weiter, wie kann ich das aber es passiert trotzdem immer wieder, was weiß ich, das Papier, die Pappe wird nicht ordentlich in den Container reingesteckt, wie es gemacht werden soll oder wie auch immer, ne? Das sind jetzt Kleinigkeiten oder Beispiele. Aber da ist es eben die Frage, wie schaffst du es, da eben eine konstante, ja, sozusagen deinen Willen, sage ich mal, das, was du von deiner Firma erwartest, so wie du mit deiner Firma nach außen auftreten möchtest, deinem Kunden gegenüber, intern, innerhalb der Firma, wie schaffst du es einfach, dass das so abläuft, wie du es möchtest? Und ja, das ist ja letztendlich das, was Führung ist, ja, zusammen mit einem Team gewisse Ziele erreichen, dass sie so ablaufen, wie du es möchtest, ne? Ja, genau. Und es geht halt wie immer bei dir los, ne? Also die meisten Leute sind deswegen so ein bisschen desorientiert oder machen nicht genau, was sie machen sollen, weil einfach von dir die Standards dafür auch fehlen. Bedeutet, wenn du selber zwar so sagst, du hast so eine Sache, wo du sagst, okay, in die Richtung stellst du dir vor, das Unternehmen geht, so und so hättest du das gerne, aber du setzt es halt nie wirklich durch und bist dir auch selber gar nicht ganz sicher, wie sieht es denn eigentlich aus, wie möchtest du es denn eigentlich haben in jeder Situation. Das ist ganz schwierig und das geht normalerweise damit los, dass du innerlich so ein paar Prinzipien hast, ein paar Prinzipien, die du aufbaust, du sagst, ich möchte, dass das und das und das vom Grundsatz her in meiner Firma passiert und das in meiner Firma nicht passiert und alles darauf ausrichtest, diese Prinzipien aber auch wirklich bis zum Ende verteidigst. Ne? Also da gibt es dann halt keine Ausnahme, jetzt wird es mal so gemacht, sondern nein, das ist immer so. Und diese Haltung sorgt dafür, dass den Mitarbeitern Sicherheit gegeben wird, weil die Problematik ist ja, wenn sie die und die Handlung machen, dann können sie sich darauf verlassen, dass das Ergebnis auch kommt. Das heißt, wenn sie Scheiße bauen, gibt es halt Ärger. Wenn sie es aber gut machen, gibt es auch Lob. Jetzt mal ganz stumpf gesagt. Und wenn du selber das situativ entscheidest, weil in dem Moment bist du halt gut drauf, dann machst du es so, in dem Moment bist du schlecht drauf, dann machst du es so und selber gar nicht diese innere Haltung hast, zu sagen, ich setze das nicht in 9 von 10 Fällen, ich setze es in 10 von 10 Fällen auch wirklich durch, dann kannst du von deinen Leuten auch nicht erwarten, dass sie diese Haltung von selber annehmen. Ne? Ja. Also das Erste, du musst dir einfach mal klar werden, was willst du eigentlich? Ja, ich glaube, Führung hat auch sehr, sehr viel mit Transparenz zu tun. Erstmal Transparenz und Klarheit dir gegenüber, dir selbst gegenüber und dann aber auch diese Klarheit und Transparenz auch deinen Mitarbeitern oder deinem Team zu kommunizieren, ja, weil ganz oft habe ich auch die Situation, da spricht man mit jemandem und sagt, ich will das, die machen das immer so und so, ja, und das ist, soll aber so und so sein. Und dann ist eben die Frage, ja, wie oft oder wie klar hast du das denn angesprochen, wie du es eigentlich haben möchtest, ne? Also das baut auf dem auf, was Alex eben gesagt hat. Erstmal musst du dir selbst im Klaren sein, was möchtest du eigentlich, ob das gewisse Verhaltensweisen, ob das Prinzipien sind, ob das Ergebnisse sind, ob das Zeiten sind, ob das eine Performance ist, ob das Kundenergebnisse sind, ob das Montagezeiten sind, wie auch immer. Da musst du dir selber im Klaren drüber sein. Und dann kann es natürlich sein, dass dann die Mitarbeiter die ganze Zeit diese Dinge nicht einhalten oder nicht erreichen. Und du selber, ja, bei dir baut sich dann ein Ärger, ein Stress, ein Frust auf, der sich aber nur wahrscheinlich ergibt, weil das nicht klar genug kommuniziert ist, was eigentlich deine eigene Erwartungshaltung ist. Ja, das heißt, du musst auch regelmäßig mit deinem Team dich dann zusammensetzen und auch deine Erwartungshaltung kommunizieren. Ja, was ist denn deine, wie möchtest du denn, wie die Baustelle übergeben wird, ja? Weiß der neue Mitarbeiter das denn? Oder hast du das mal den alten Mitarbeitern gesagt und du hast vergessen zu sagen, dass sie das auch den neuen sagen sollen? Oder du hast kein System, mit dem die Mitarbeiter vielleicht irgendwie darauf vorbereitet werden, wie eine Baustelle zu hinterlassen ist und so weiter. Und dann wird die Baustelle eben schlecht hinterlassen, weil er vielleicht mal alleine dann am Ende da war und es noch nicht weiß und neu ist. Und dann denkst du dir am Ende, kriegst du ein Foto vom Kunden und sieht da aus wie Mist. Und dann denkst du, ja, wie kann man das so machen? Ja, aber es wurde ihm nie klar gezeigt. So, und das ist eben Führung. Ist sehr viel Abgleich zwischen dem, was du erwartest und dem, was der Mitarbeiter weiß und sich auch ein gegenseitiges darauf verständigen, dass man das genauso macht, wie beide Seiten es jetzt verstanden haben. Erstmal klären, dass beide Seiten es gleich verstanden haben und sich dann darauf committen, dass es so gemacht wird. Ne? Genau, und das, also was Marvin meinte, dieses Thema Transparenz ist halt super wichtig, weil wie gesagt, wenn der Mitarbeiter das Gefühl hat, dass du in der Situation mal so und in der mal so handelst, hat er eh nicht, also denkt er eh nicht, dass er es hier schaffen wird, es dir recht zu machen, weil ja, letztes Mal habe ich so gemacht, dass der Chef ausgerastet ist, habe ich es anders gemacht, dass er auch ausgerastet. Dass er vielleicht gar nicht weiß, was du genau möchtest und einfach nur jetzt irgendwie rumprobiert, siehst du ja nicht. Und das schafft dann extreme Unsicherheit einfach. Und wie soll er das machen, was du möchtest, wenn er es halt gar nicht weiß? Das ist eigentlich der zentrale Punkt. Du musst für dich klar sein, was möchtest du
und das in verschiedenen Formen, Situationen oder halt auch im Endeffekt Schulungsunterlagen etc. einfach fixieren, sodass die Mitarbeiter zu jedem Zeitpunkt wissen, was ist zu tun, damit sie deiner Erwartungshaltung entsprechen. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis von guter Führung und das halt auf vielen Wegen mit vielen Widerständen auch. Ja. Genau. Ja, zusätzlich kann man halt noch sagen, um das Ganze noch zu erweitern, das ist dann natürlich, wenn man anfängt, Standards und Strukturen einzuführen im Betrieb, dann wird Führung halt noch immer leichter, weil dann muss man nicht sozusagen im 1-zu-1-Gespräch immer das Ganze erklären und sagen, so möchte ich das bitte und so bitte wieder machen und so weiter. Also da musst du nicht so eng führen, sondern umso, also du kennst das vielleicht, dass du irgendwie als Geschäftsführer im Handwerksbetrieb bist, so irgendwie ständig der Feuerwehrmann, muss irgendwelche Feuer löschen und so weiter. Und um da rauszukommen, musst du es ja auch schaffen, irgendwie Systeme und Strukturen zu schaffen. Und die helfen dir dann bei der Führung. Das heißt, wenn du zum Beispiel mal zeigst, wie wird die Baustelle perfekt hinterlassen, mit Fotos, mit Beispielen und so weiter, wie ist es schlecht, ja, schlechte Beispiele, gute Beispiele nebeneinander. Und du zeigst das, wenn ein Kollege anfängt, ja, so machen wir das immer und so weiter und ihr verständigt euch darauf und er hat das gesehen, wie ihr das bei euch macht oder wie ihr zum Beispiel bei einer Baustelle, wenn ihr ankommt, ja, wie ihr irgendwie den Raum schützt zum Beispiel und so weiter, dann musst du natürlich nicht so eng dabei sein und immer das sozusagen machen. Ja, wenn es dann mal Probleme gab, dann kannst du einfach sagen, hier ist ja das Blatt. Ich habe da gesehen, da gab es irgendwie einen Zwischenfall. Wie siehst denn du das? Das war ja sozusagen unsere Abmachung, dass das so gemacht wird. Ja, okay, halte ich beim nächsten Mal ein. Gut, wenn das natürlich dann nach und nach immer und immer wieder nicht eingehalten wird, dann muss man natürlich schauen, ob man da Konsequenzen zieht oder ob man da nochmal ein bisschen schärfer eine Ansprache macht. Aber Systeme und Strukturen, das ist dann der nächste Schritt von der Führung, dass du auch diese Systeme und Strukturen schaffst, ne? Die es dann dir auch leichter machen, deine Führung umzusetzen. Und auch da, es muss planbare Konsequenzen geben. Bedeutet, wenn er das nicht macht, gibt es Konsequenz X. Wenn er es nochmal nicht macht, gibt es Konsequenz Y. Und wenn das safe ist für ihn, dann ist das eine eigene Entscheidung von ihm gewesen in dem Moment. Er hat sich für die Konsequenz entschieden. Mhm. Ganz simpel. Und das ist dann noch nichts, wo die Leute meckern werden oder so. Es wird einfach normal sein, dass wenn alle mitmachen und die halt sich da komplett gegenstellen oder so, werden eh nicht lange bei dir sein. Weil das sind halt wirklich Leute, die sich an Abmachungen nicht halten und halt einfach nicht zu führen sind. Ja. Ist aber selten. Es liegt meistens tatsächlich an dem Führenden, nicht an den Geführten. Okay, ich denke, da waren ein paar spannende Dinge dabei, ein paar Sachen, die du vielleicht selber nochmal hinterfragen kannst bei dir. Schreib gerne mal in die Kommentare, was Situationen waren, wo du das Gefühl hattest, dass dir das komplett entglitten ist, wo du das Gefühl hattest, du konntest nicht führen, oder vielleicht eine Situation, wo du sagst, hey, da hast du es richtig gut gemacht, da hast du konsequent deine Standards verteidigt, ne? Und wir sehen uns dann in den nächsten Videos wieder. Lass gerne einen Daumen nach oben da, damit du die nicht verpasst, und bis dann.